So, hallo und herzlich willkommen zu Part 63 von The Legend of Zelda Wind Waker HD. Und ich habe eine schlechte Nachricht für euch. Wir können leider die Mini-Tendo-Galerie nicht vollständig machen, weil ich es ein paar Mal verkackt habe, ein Foto zu machen. Und man die Fotos nicht mehr machen kann, weil die jeweiligen Personen weg sind. Aber egal, wir sind jetzt auf jeden Fall hier in Draconia. Und es geht um was ganz was anderes und das wusste ich damals sogar nicht mal. Es gibt... Also das weiß ich ja, es gibt einen Bruder noch von den Tingles, der noch nicht aufgetaucht ist und das ist der Swingle. Und für den braucht man die Tingle-Statuen. Und man kriegt auf jeden Fall die, man muss ja Kisten sammeln, habe ich gelesen. 5 Stück, bei denen diese Statuen sozusagen drin sind. Und es gibt, wir probieren das jetzt einfach mal aus und sehen dann, ob es funktioniert oder nicht. Und es gibt eine Draconia Tingle-Statue im Draco-Sanktuarium auf dem Weg zum großen Schlüssel. Wenn man den Raum ganz im Norden vom Erdgeschoss betretet, steht man vor einem Abgrund, über den man sich schwingen müsste und wo es links weitergeht. Ich weiß es nicht genau, weil hier geht es eigentlich nicht links weiter, sondern rechts weiter, aber vielleicht ist es einfach nur ein Fehler von der Person gewesen. Weil wir sind jetzt ganz im Norden. Ganz im Norden heißt ganz oben eigentlich. Da kann man sich rüberschwingen. Wir probieren das jetzt einmal mal aus. Ob das funktioniert, ist eine andere Sache. Man müsste jetzt, also so wie ich das gelesen habe, muss man eine Bombe hinlegen und warten, bis die explodiert, um dann die Kiste frei zu schalten. Und wir haben es geschafft. Es funktioniert tatsächlich. Unfassbar. Aber doch wahr. Werden wir jetzt uns auf den Weg machen, um die 5 Tingle-Statuen zu holen. Wir haben einmal die Draconia-Tingle-Statue erhalten. Sie fühlt sich etwas warm an. Auf Tingles Insel kannst du sie bewundern. Ja, schön. Dann haben wir ja wenigstens eins, das wir noch durchmachen können. Das heißt, wir sehen uns gleich beim nächsten Standort. Raus oder nicht? Muss ich ihn dahin? Da müssen wir raus. Das ist sehr blöd. Nur ganz kurz. Ich werde euch später noch sagen, welche Figuren man braucht, die man dann nicht mehr bekommt. Ich glaube, hier kommt man raus. Ich hoffe es zumindest. Das ist recht doof, weil das wusste ich nicht. Ich habe es auch, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe es einfach zu oft verpeilt. Danach ist mir dann wieder eingefallen, ja hey, eigentlich hätte ich jetzt ein Bild machen können. Zum Beispiel von der Tetra, wie sie noch ein Pirat war. Von den Piraten im Allgemeinen hätte ich Bilder machen können. Das habe ich vergessen, ich bin immer ein bisschen verpeilt, deswegen passiert mir sowas. Ärgert mich jetzt selber, aber ich kann es leider nicht mehr ändern. Vielleicht mache ich noch mal ein neues und sucht dann nur die Figuren, aber das ist halt einfach so viel Arbeit schon wieder, die ich mir einfach ersparen hätte können, wenn ich es von Anfang an richtig gemacht hätte. Wir müssen halt jetzt überall hin, wo wir vorher schon waren. Jetzt müssen wir zum verbotenen Hain. Mit dem können wir eigentlich jetzt schnell quatschen. Jazz, weißt du vielleicht, wo Meduli ist? Merkwürdig. Dabei habe ich ihr doch extra diese Blume gepflückt, um sie zu überraschen. Oh, der tut mir so leid. Sie hat ihn einfach im Stich gelassen. Bei der Meduli zum Beispiel, in Draconia gibt es auch einen, der ist oben. Aber was ich ganz verdächtig finde, es gibt diese zwei Typen, die weiter oben sind. Von denen man ein Foto machen könnte, offiziell. Und ich konnte es nicht, weil ich habe sie extra ausprobiert, bevor ich die Meduli mitgenommen habe. Da war nämlich der eine Typ noch da. Und es ging nicht. Und der ist jetzt weg, weil von dem muss man ein Bild machen. Bevor man die Meduli zum Terra-Tempel bringt. Hat irgendwie nicht funktioniert. Ist so ärgerlich eigentlich. Aber leider lässt sich das Ganze nicht mehr ändern. So, bis gleich im verbotenen Hain. Hey, seht mal an, wen ich gefunden habe.
Der ist der, da drunter ist er. Der versteckt sich also dahinter, okay. Dann haben wir den auf jeden Fall jetzt auch gefunden, das machen wir aber erst später. So, jetzt sind wir auf jeden Fall hier. Im ersten Kellergeschoss kommt ihr zu einer Blume. Rechts daneben ist ein Raum versperrt mit Holzlatten. Ja, da waren wir schon drin mal. Gehen wir jetzt mal rüber. Oder auch nicht. Wir gehen einfach mal unter. Die oder was? Scheint die zu sein. Das werden wir gleich feststellen. Tatsächlich. Wie soll man denn da drauf kommen? Frage ich mich. Komme ich jetzt nicht so ganz mit. Da, ich stirb einfach. Und damit haben wir die zweite Kiste. Verbotene Tingelstatue. Ich glaube, ich habe es gefunden. Juhu! Also wir sind jetzt hier. Wir sind durch diesen Kopf durchgelatscht und dann sind wir hier durch. Wartet, ich zeig's euch mal hier. Da sind wir durchgegangen und hier kann man ja hochgehen. Ihr seht die Plattformen, seht ihr ja. Und da schwebt eine Plattform. Zu der müssen wir hin. Und dann... müssen wir eine Bombe hinlegen. Ups. Yay! Und schon haben wir die Tingelskiste. Geil. Genau, und jetzt noch kurz zur Terra-Insel und dann haben wir es soweit wieder in Ordnung gestellt. Bis gleich. Wir müssen auf jeden Fall... sind jetzt auf jeden Fall hier bei dem Raum angelangt, wo wir hin müssen, hier. Einmal runter. Und dann durch die Tür. Durch die Tür. Hinter der Treppe kommt ihr über eine Hängebrücke. Und ihr könnt sehen, dass der Raum im Osten einen merkwürdigen Zipfel hat. Gute Erklärung übrigens. Den da hinten vermutlich. Da sind wir ja schon mal mit der Dingen geflogen. Sehr klar, dass das sowas sein musste. Dass es hier ist. Ich dachte mir schon, das ist irgendwie komisch hier, aber... ich habe total vergessen, dass es da sowas gibt. Juhu! Können wir auch schon gleich wieder rausgehen. Ja, ich hoffe, dass es nicht zu kurz war für den Part. Wenn es euch gefallen hat, like, kommentiert, abonniert. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Part und tschüssi.